gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit... Oder gib mir einfach etwas verdammte Magie, bevor ich jemanden umbringe. Sehr witzig, muss ich sagen. Sehr, sehr witzig. Damit herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Wir sind in den östlichen Pestländern angekommen und haben hier tatsächlich es geschafft, ein paar Quests zu bekommen. Dass die uns mal hier Arbeit geben. Was braucht ihr? Das finde ich super. Kraft. Raus damit. Ja, hier hast du deinen Kopf. Oh, Level 54. Oh, 1,3 Stunden. Das könnte eng werden. Ungeil, ungeil. Das wären noch diese plus nächste Folge. Das heißt, wir in der ersten, der übernächsten Folge haben wir so viel Zeit. Oh, komm, wir haben so viel Zeit. Also, ich rede jetzt von dieser Aufnahme. So, was ich tatsächlich machen wollte, war, ich wollte etwas dringend in der Aufnahmepause, habe ich natürlich verpasst, deswegen mache ich das jetzt ganz schnell mal 30 Sekunden was trinken. Ich bin sofort wieder da. Ich stand also gestern in der Schlange beim Fledermausführer und da war so ein untoter Typ vor mir. Plötzlich ließ er einen fahren. Er hat nicht mal versucht, es zu verheimlichen. Ich weiß ja nicht, was er gegessen hatte, aber es ist ihm wohl nicht so gut bekommen. Ich dachte mir, was ist wohl in dich gekrabbelt und dort gestorben? Ich könnte wirklich ein Haargummi brauchen. Ja, ihr habt schon richtig gehört. Ich versuche mir die Arkanmagie abzugewöhnen. Schaut, ich habe ein Magiepflaster. So, da bin ich wieder. Den letzten Witz eben kannte ich tatsächlich noch nicht. Mit dem Magiepflaster. Ich hoffe, der Blutdolph hat euch in den 20 Sekunden gut unterhalten. Ansonsten muss ich ein ernsthaftes Wort mit unserem Freund hier mal reden. Wir sollen einen Reisegefährten finden. Den hier? Der hier? Hä? Am Turm der Krone, der sich eure Reisegruppe anschließen möchte. Fragt doch in der Regierung, wo ziehen wir eure Reisegefährten? Ich bin sicher, dass ihr... Hä? Aber wer? Draußen oder... Moment. Diese Seite wird umkreist. Moment, also meistens ist es immer so in der Mitte. Ach nee, wen haben wir denn hier? Chrominen. Chronormo. Ein Zeit... Also Wächter der Zeit. Ja, wir sind uns schon einmal begegnet in einer anderen Zeitlinie und in der davor und in einer anderen sind wir uns schon mal begegnet und das ist jetzt schon der dritte Besuch in einer anderen Zeitlinie. Aber Drachen und Zeitreisen, das ist immer so ein Ding. Hä? Habe ich den nicht gerade gefragt? Irgendwann mal in der Zukunft oder in der Vergangenheit, ja. Der bronzene Drachenschwarm sind quasi die Wächter der Zeit. So einen habe ich tatsächlich auch. Den kann ich gerade mal zeigen. Da, Bronzedrache. So sehen die aus. Ewiger Verderber. Hier, das Ausmerzen von Stratholm ist eine Instanz. Verlorene Zeit kommt niemals zurück. Oh, wartet, da ist ja Chronormo. Auch genannt Chromi. Ja, wen fragen wir denn mal? Den Rüstungsverkäufer? Hallo? Ja, Moment. Ich such doch gerade einen Gefährten. Der hier eventuell? Der hier drin? Der da? Dieser Stadtführer ist ein wunderschöner Ort und ich habe meinen Dienst dort genossen, aber ich glaube, ich bleibe lieber hier. Der Gemischtwaren hinter, komm schon. Nee, aber wir können mal verkaufen. Haben wir den ganzen Scheiß los? Ach komm, das ist ganz ehrlich, den Stoff, den hauen wir weg. Hier, Fleisch. Wer braucht das? Seid vorsichtig.
Vielleicht will uns ja tatsächlich der Chef da oben begleiten. Ich habe zuallererst nicht dran geglaubt, aber mittlerweile, nachdem wir fast jeden angesprochen haben, ist die Möglichkeit doch vorhanden. Kann ich euch helfen? Alter! Auf dann. Ja, nice. Vielen Dank. Ich nehme lieber einen dieser geilen Fallschirme. Fängt das Schild eigentlich aus? Oh, jetzt habe ich das Schild weggemacht. Hallo? Hallo? Ich würde gerne oben landen. Danke. So, hast du jetzt was? Alter. Ehre den Zindorei. Das glaube ich auch. Ich habe, wonach ihr sucht. Wir sollen zum nächsten Turm aufbrechen. Oh, Alter. Ja, Facebook für Windows. Ich bin dummerweise bei Facebook nur angemeldet, so gut wie aber nie drin. Also, wenn ihr wenn ihr euch melden wollt und nicht auf YouTube schreiben wollt, dann am besten auf Twitter unter Slinch findet ihr mich dort. Ich glaube, ich müsste das mal unter den Videos eigentlich verlinken. Ich habe hier so ein Office-Dingsbums-Dokument, wo ich die ganzen Standard-Video-Dingsbums, die ganzen Links, also den ist ja eigentlich immer nur ein Link, unter den Videos quasi immer rauskopieren kann. Da sollte ich auch den Twitter-Link mal reinmachen. Bei Facebook hab nur ich, aber nicht. Also habe ich nur privat. Könnte ich allerdings auch mal reinmachen. Werde ich mir noch überlegen. So, was sollen wir hier tun? Eine Jagdklinge finden. Komm, machen wir. Die Jagdklinge von dem einen, die Puppe von dem anderen. Und der anderen. Was haben wir hier? Gold. Gib mir dein Gold. Wow. Aber wie die Puppe zu finden ist, steht da nicht. Steckt ihr die im Kopf drin? Hä? Ist das ein Geist oder was? Sieht komisch aus. Nein! Wie kannst du es wagen? Kann man das damit entfernen? Nein, natürlich nicht. Komm hier, kriegst du eine. Komm hier, Batz, kriegst du noch eine. Ja, die Frage ist jetzt, wo ist die Puppe? Sie hat sie in der Stadt gelassen. Die meint in dieser Stadt hier? Was ist das denn? Ach, das sind alles Geister hier. Ah, jetzt rief ich das auch. Mein Gott. Ich denke so, hä? Die redet davon, ihr Vater ist zurückgekommen? Sie soll sich im Haus verstecken, aber das Haus voll abgeranzt und so. Und hier sind auch die ganzen Geister. Und ja, da gibt es irgendwie schon Sinn, dass es alles Geister sind. Sollten uns eventuell mal heilen. Komm. Heile hopp, du. Was ist denn los? Ach so, uns fehlt noch ein Teil, oder was? Der ist bestimmt hier drin. Ach nee. Rechte Seite. Was ist das für eine Puppe, bitte? Wie groß ist sie denn? Aber wir sind ja so nett und sammeln natürlich alle Teile ein. Hier, rechte Seite und dann oben liegt mit Sicherheit noch die linke. Das war's schon. Oder so. Ich wusste nicht, dass ich die zusammenfügen soll. Ich habe so einen Tick irgendwie. Ich muss immer auf ESC manchmal drücken. Ich weiß nicht warum. Also verzeiht mir, wenn ich manchmal hier Inventar öffne oder die Map öffne oder hier ESC drücke. Ich muss ab und zu irgendwo drauf drücken. Das ist so. Ich weiß nicht, das
sitzt so irgendwie in der Bewegung drin. Das fette Vieh passt da nicht durch. Ja, ist tatsächlich ein Geist. So, zurück. Ja, können wir machen. Können wir machen. Wir müssen ja eh da hoch. Mit dem komischen Wagen wegfahren. Komm schon. Oh, Turm der Kronenwache. Geben wir das hier ab. Hallo. Nimm diese Klinge bitte. So, die sollen wir da zu Chromie bringen. Die steht ja direkt hier zum Glück. Haben wir schon gefunden. Haben wir das nicht schon einmal gemacht? Ah. Ja, hier die Quests nehmen wir, die machen wir auf jeden Fall, bevor wir wegfahren. Wir haben ja hier unser Dingens. Hat der eine Quest für uns? Wir nehmen die Quest Mana. Boah, Eingang von Fungustal. Ob wir die machen, ist eine andere Sache. Wo sollen wir überhaupt hin? Hier unten? Ah, zurück nach Darrowheim. Oder was? Sieht ein bisschen aus wie das Kaff, wo ich hier wohne. Die Stadt, wo ich wohne, ist zum Glück nicht so groß. Beziehungsweise generell die Stadt, aber auch ich wohne eher in so einem Dorf. Und ich wurde hier zwar nicht geboren, aber ich wohne schon immer hier. Und ich habe auch irgendwie nicht den Drang, woanders hinzuziehen oder generell. Ja, ich bin auf dem Land groß geworden, mehr oder weniger. Und Stadtleben ist nichts für mich, so gar nicht. Zu viele Leute. Und die sind alle so unfreundlich hier in dem Kaff, da kennt jeder jeden und jeder, also da war das früher selbstverständlich, da bist du rausgefahren aufs Feld und hast da auf dem Feld halt, also was, ja doch, wenn man das so sagt, klar, Feldarbeit gemacht. Das hört sich jetzt ein bisschen altmodisch an, aber tatsächlich bin ich nicht so alt. Ich bin noch relativ jung, hoffe ich doch. So, wo kriegen wir denn die wiederhallenden Schädel her überhaupt? Im Fungustal finden wir die. Wo finden wir das hier? Wiederhallender Schädel? Und Rotwalds Schild in Maris Siedlung. Ich habe keine Ahnung, wo Maris Siedlung ist. Das ist die Sache. Aber hier haben wir eh eine Quest, die wir abgeben sollen. Das ist das Fungustal hier oben. Elun sei mit wo wir sowieso hin müssen. Beziehungsweise wir müssen hier nicht hin, wir sollen hier irgendwas machen. Quest sind Quest. Meine ich, oder? Also ich... Meine grobe Schätzung ist diese und nächste Folge noch. Paladin und danach... Ich glaube, dann ist unser Herz bereit für die Reinkarnation. Für die Konvertierung, will ich fast sagen. Das Licht wird aus unserer Seele vertrieben. Der Baum ist aber stoned ein bisschen. Was sollen wir überhaupt damit... Also wo... Achso. Ziggurats. Ist das hier eine Ziggurat? Nekropole des Fungustals. In einer der Ziggurats. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich habe das Wort schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was es sein soll. Eine Ziggurat. Sorry, ich muss jetzt mal ganz kurz googeln. Es wird jetzt mal hier ganz kurz ruckeln, schätze ich.
Google. Ziggurat. Eine Ziggurat. Ziggurat oder auch Schiggurat. Ein gestufter Tempelturm in Mesopotamien. Ein Tempelturm. Was ist denn ein Tempelturm, bitte? So. Okay. Also wir werden nach einem Tempelturm Ausschau halten. Ich tippe mal, das da hinten ist eine Ziggurat. Dieses Gebilde. Dem Eintrag auf einer bestimmten Internetseite nach zu urteilen. Ja, hier gibt es tatsächlich 3 Ziggurats und wir sollen 3 Samen verteilen. Dann machen wir das. Was sollen wir mit diesen Schädeln machen? Ich habe keine Ahnung. Was sagt denn hier die Quest? Wir sollen... Okay. Jetzt verstehe ich es auch. Wir müssen die Köpfe quasi mit dem Kristall verwandeln und diejenigen, die dann zu widerhallenden Schädeln werden, wegbringen. 5 Stück an der Zahl. Ja, sollte kein Problem sein. Kontrolle. Seuchenverbreiter. Kontrollrune sollen wir finden. Hey. Ganz ruhig, ja. So läuft das hier nicht bei uns. So, der hat eine, dann zerstören wir die mal irgendwie. Boah, Alter. Okay, es sind diese Dinger da oben. Gut zu wissen. Champion, der Geißel. Gib mir deinen Schädel. Guck, schon wieder Schädel einsammeln. Gibt's nicht. Zack, haben wir noch einen. Hier, noch ein Schädel. Gib mir den Stuss. Batz, haben wir ihn weg. Jawohl, fertig. Haben wir uns kurz hoch. Und verschwinden in den Ziggurat. In die Ziggurat. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Die Ziggurat, das Ziggurat. Ich glaube, die Ziggurat. Mesopotamien. Irgendwie kommt das daher, das Wort. Ich habe es auch nicht ganz verstanden gerade. Ich glaube, hier müssen wir das pflanzen, oder? Was macht der denn da? Der hat uns wohl nicht gesehen. Möchte ich mal meinen. So. Das wandeln wir um. Ah ne, wir müssen ja von draußen die Dinger zerstören. Oh, guck mal, wie er da liegt. Boah, es infiziert alles. Oh, sorry. Ich will sehen, wie es alles infiziert. Nein, da verschwindet es schon wieder. Nein. Es verschwindet. Oh, schade. Jetzt ist weg. Ja, der Samen hat nicht so lange angehalten, muss ich doch sagen. Batz, ekrasiert. Alter, oh, Alter. Hey, hallo? Fliegt noch einer über uns? In dem Schatten hier zu erkennen? Komm, einen noch. Psst. Einmal heilen, bitte. Und ran da. Können wir das auch einfach da vorne pflanzen? Oder müssen wir echt da oben stehen, wo wir eben auch standen? Quasi in der Mitte. Kann man jetzt hier einfach... Nekropole? Nee, Nekropole. Auch nicht, auch nicht. Nein, nein.
Nee, auch nicht. Hier? Hier? Oh, es geht nur hier, aber damit. Okay. Gut zu wissen. So. Eine, ach ja, der eine fehlt ja noch. Ich glaube, wir haben da gerade was Alter, natürlich direkt wieder 20 Leute. Ist doch mal gut. Jungs. Chillt. Ganz ruhig. Gibt's nicht. Nein. Ich bin, ach, fuck. Jetzt konnte der tatsächlich durchkasten, die Sau. Du nicht. Wie einst ein weiser Mann sagte. Nee. Ich versuche möglichst alles, was sie so casten, zu unterbrechen. Damit, ja, wie man vorhin gesehen hat, wir einfach tot umfallen können. So mit 30% Health, Rest einfach instant. Ist jetzt nicht so extrem geil. Manchmal passiert's. Und Batz, weg haben wir's. Ich glaube, wir müssen wieder zurück, oder? Das hier müssen wir da unten tatsächlich sammeln, oder? Warte mal. Immerige Besitzer sammelte Relikte aus der Schlacht. Darum hatte das, kann ich nicht. Was? Der Reim von Kalin Rotfahrt sowie Dals Buchband und Rot. Falls Schild in Mares Siedlung. Wo ist denn Mares Siedlung? Ich habe keine Ahnung. Pestwaldturm? Nordpassturm. Pestwald? Pestwald. Dachte schon. Ja, aber wo genau sollen wir die Sachen suchen? Oh. Diese Karte immer. Ich verstehe das nicht. Hier steht. Ah, okay, zuerst nach Darrowheim. Ich so. Oh, stimmt. Fuck. Ja, kommt alle hierher. Einmal den und dann. Oh. Einmal den. Oh. Seid gegrüßt. Die Göttin schütze euch. Wunderbar, wunderbar. Das war sehr gut. So. Zunächst müssen wir nur 8600 BP. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir mal mit dem Karren jetzt fahren. Wir wollen doch mal sehen, was da zwischen dem Blutelfen und dem Zwerg los ist. Wir nennen sie mal Egolas und Shimli. Der Egolas, der denkt halt immer nur an sich selbst und ja, der Shimli ist so weit an den Wasserquellen in der Erde, dass sich dort besagte Pilze schon eventuell ansiedeln könnten. Ah, das können wir doch abgeben. Wunderbar. Komm, Shimli, wir gehen. Wir haben geöffnet. Wir haben geöffnet? Ja, wir verkaufen noch. Ich habe auch so einen Tick, mein Inventar muss. Das kann man wegschmeißen. Immer leer sein. Also was so unnötigen Shit angeht. Abmarsch! Huch! Wo ist Shimli? Der sitzt oben drauf. Ja, weil du klein bist. Weil du so mutig bist. Und wer ist das jetzt das? Was kann ich für euch tun? Arakorn. Das ist der Maisritter hier. Stimmt nicht.
Aha. Ich finde es gerade so, sorry, wenn ich nichts sage, aber ich finde es gerade so interessant, diese Unterhaltung zwischen denen. Ich trinke mal nebenbei was. Juhu. Oh, endlich. Was? So. Wie kann ich euch helfen? Der Maisritter ist mitgekommen. Wir haben jetzt alle hier angehalten, irgendwie. Ich kann nicht so recht sagen, warum, aber. Schönen guten Tag. Guck mal. Bettina Moppelzink. Das ist ein geiler Name. Das glaube ich. Wir brechen erstmal. Also, wir brechen die Quest nicht ab. Wir schalten die hier aus, damit die uns nicht voll das Inventar zu ballern. Und dann werden wir immer nur die anzeigen lassen, die wir tatsächlich im Moment aktiv verfolgen. Damit es nachher kein Durcheinander gibt. Sorry, wenn das hier gerade so hell ist, aber das ist dieses. Guck mal. Aha. 20 Sekunden lange Wasseratmen. Bringt uns. Alter! Ich glaube, das. Alter! Scheiße! Nein, 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 nein. So. Oh mein Gott. Boah, war das hell. Es war sogar auf meinem Bildschirm hell. Was gibt's? Hallo? Geht's euch noch gut? Was geht denn jetzt auf einmal ab? Hab ich irgendwas verpasst? Ja, geleitet euch wohl. Ah, potenzielle Kundschaft. Bleibt gut drauf. Ja, genau. Mein Kopf hat manchmal einen Hänger, da wird alles, was ich gerade machen wollte, vergesse ich dann instant. Wir werden, ich würde sagen, diese Quest und die hier brechen wir ab. Haben wir uns Prinzip. Sonst irritiert die uns nur zu stark. Wir werden hier unten erstmal die Quests machen. Das hier können wir später irgendwann mal machen, aber nicht jetzt. Lebende. Ah, ich kratze mich gerade am Rücken. Oh, ist das gut. Lebende Fäulnis sollen wir sammeln. Das verstehe ich nicht. Was sollen wir denn damit machen? Mit dem damit. Hä? Ach. 7 Stück sollen wir einsammeln. Alles klar. Dann sammeln wir sich 7 Stück lebende Fäulnis ein. Hier wieder nur ein Tote. Okay, das haben wir uns tatsächlich auch ausgesucht. Ja, das geht auf mich. Gib mir deine Fäulnis. Ich überlege die ganze Zeit, ob wir die Folge nicht überziehen sollen. Oh, Entschuldigung. Und dafür, so quasi bis wir 55 sind. Oder ob ich das einfach zwischen den Folgen noch schnell nachholen soll. Aber das wäre auch blöd. Weil wir wollen ja alles zusammen erleben. Und das ist jetzt nicht so mega spannend, ist aber den Todesritter würde ich gerne quasi direkt am Folgenanfang machen. Dass ich so in die Folge reinstarte mit der Charaktererstellung. Ich
Ich lasse die Folge mal weiterlaufen, bis maximal 40 Minuten. Ihr werdet ja, wenn ihr sie gerade seht, sicherlich wissen, wie lange sie geht. Wenn sie 40 Minuten geht, werde ich das wahrscheinlich nicht geschafft haben. Wenn sie kürzer geht, werde ich höchstwahrscheinlich schon 55 sein am Ende. Wir gucken mal. Ich meine, eine Folge, wir sind die ganze Zeit so bei 31 bis 33 Minuten. Da machen es jetzt 7 Minuten länger auch nicht aus. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Das hauen wir rein. Was hat uns das jetzt genau gebracht? Gar nichts. Ja, geil. Also, mal abgesehen von EP natürlich. Stirb. Nein! Ach, ich hasse Stille. Als Paladin kannst du die coolen Sachen gar nicht richtig einsetzen. Weil alles, was quasi geistige Fähigkeiten erfordert, so Sachen wie Zaubern, werden alle blockiert. Und da muss ich ja sagen, finde ich jetzt nicht so geil. Oh, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich leider nicht gesehen. Egal, zwei Mobs sind kein Weltuntergang. Das schaffen wir. Natürlich lassen wir keinen von denen casten, sofern es uns möglich ist. Echt jetzt? Hätte der da drin etwas? Ja. Nein! Verdammt! Ist geschafft. So, den Ad-Spawner natürlich immer als erstes ausschalten, nach Möglichkeit. Wenn dies nicht möglich sein sollte, dann immer den Heiler. Also generell eigentlich Heiler immer zuerst. Das ist so eine Faustregel. Gerade bei... Also vor allem bei Trash-Mobs oder bei Mobs in Instanzen oder auch Raids. Nimm eine Probe vom Körper des verseuchten Elementars. Aber nicht von denen hier, oder? Nee, es sind Untote, keine Elementare. Ja, kommt ruhig alle ran. Ja, warum denn nicht, Hammer? Ja, gute. Sollten uns eventuell heilen. Nix gibt's. Da hören wir uns hoch. Der ruft nach Hilfe. Ja, nee, nee. Sowas machen wir nicht. Ah, geh weg. Alles klar. Können wir das hier direkt einsammeln, oder? Achso, das war's schon. Da hinten läuft noch einer. Scheint aber irgendwie festzustacken, habe ich das Gefühl. Wir sollten mal unser... Können wir eigentlich dieses Zeug schon benutzen, oder bekommen wir das erst? Kleine sind gebaut. Ich glaube, wenn wir das einsammeln von denen oder wenn wir die töten, bekommen wir diesen Buff hier. Tod durch hier trinken. Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Ah, schade. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht ertrinken. Dass unser... Können wir das hinterher noch? Oder haben wir es vergessen? Dass unser Sauerstoff hier nicht zu stark runtergeht, zu weit runtergeht vor allem. Komm schon. Gibt's. Ah nein, der kann. Ach, scheiße. Eyo. Ich würde sagen. Wir füllen mal unser Sauerstoff auf. Jetzt müssen wir einfach nur hier hochspringen, kurz warten. Kann direkt weiter in die Tiefen.
Die sind ja nicht sonderlich schwer zu töten. Boah, 35 Minuten. Ja, ja. Wie gesagt, 40 Minuten. Wahrscheinlich, Maximum. Mal gucken. Wenn ihr seht, es länger geht als 40 Minuten, dann habe ich mir gedacht, komm. Die Folgen gibt es nicht oft. Ab und zu, wenn etwas Besonderes ansteht. So wie quasi der Übergang zu einem... Ach fuck, wir haben vergessen, ihn auszusaugen, glaube ich. Der Übergang zu einem neuen Charakter, dann... Ach, machen wir mal so ein bisschen länger. Bisschen länger. Klatsch. Cool, was ist das denn? Cool, das Wasser ist. Können wir das essen? Ach, komische Sounds. Einen haben wir noch. Einen brauchen wir noch. Oh. Was ein Zufall. Was ein Zufall. Jawohl. Gib mir deinen Saft. 3 Minuten noch. Bringt Inhalte des Merilder Seuchenkessels durcheinander. Hey, das machen wir mit Leichtigkeit. Werf's rein. Einfach reinwerfen. Ja, easy. Achso, es ist eine Verkleidung. Die sagt... Also die Bettina hat verlangt, einen Tropfen hier hineinzugeben. Wir werfen... Komm, wir... Alter! Ja. Hat gewirkt, würde ich sagen. Doch, doch. Scheint gewirkt zu haben. Ich glaube, wenn wir die Quest jetzt abgeben, sind wir tatsächlich schon fertig. Nein, 8600. Dann sind wir erst bei 8700. Oh, da fehlen uns noch 2000. Können wir hier noch Mobs töten schnell? Oh, wir haben noch nie gegrindet. Bis jetzt. Noch nie. Also 8600 bekommen wir durch diese Quest, was bedeutet, wir brauchen 200 und 2100. 200, 2100 brauchen wir. Töten auf dem Weg dahin einfach ein paar Mobs und dann hat sich das gegessen. Sollte. Und noch 2 Mobs oder so. Huch. Oh, wir haben ein kleines Rehkitz geschlachtet. Es war infiziert, wir haben es erlöst. Nicht geschlachtet. Okay, ein Mob noch. Finden wir hier noch einen? Wahrscheinlich hier in dem Gammeldorf oder so. Oder, oh, da. Hallo? Irgend so einen Untoten nehmen wir mit. Hier, der da. Der sieht gut aus. Tatsächlich haben wir jetzt genug, um die Quest abzugeben. Oh. Komm schon. Ups. Haben wir hier durchs Wasser? Na? Boah, die mit ihrer komischen Sonne da oben. Also, ja, der Todesritter ist ja quasi das komplette Gegenstück zum Paladin, aber ich glaube, es wird lustig. Hey! Sehr gut! So viel dazu. Hand auflegen, damit man es mal gesehen hat. Werden wir es mal ganz kurz einsetzen. So, halt uns komplett voll.
halt das Ziel um unsere maximale Gesundheit. Also uns komplett voll und ein anderes Ziel halt um diese Gesundheit. So, ich würde sagen, Folge geht jetzt 40 Minuten, gleich 41. In diesem Sinne, viel Glück, oder viel Spaß und viel Glück. Bis dahin, wir sehen uns in der nächsten Folge. Möglicherweise in der Dunkelheit. Tschüss.